Danke, dass Sie sich einlassen auf etwas Neues, auf etwas, das Sie vielleicht noch nicht gehört haben. Neu einerseits, alt andererseits, weil es hat eh schon alles gegeben. Oft und gerade in diesen Tagen fiel oft dieses Wort Lemurien, ja, was auch immer. Wir dürfen uns jetzt erinnern, was es eh schon gegeben hat. Wir dürfen uns daran erinnern, was es sowieso im Kosmos gibt und was sowieso in uns angelegt ist. Ja, es ist nichts neu, es ist nichts, was wir nicht sein dürfen, was nicht sein darf. Was mir an Matrix Color so gut gefällt, ist, dass es mit sehr viel Freiheit zu tun hat, mit sehr viel Leichtigkeit und sehr spielerisch ist. Mein Werdegang, ich bin jetzt knapp über 60, war durchaus der Hauptteil meines Lebens Aurasoma. Aurasoma aus England nach Österreich zu bringen, hier aufzubauen. Sie kennen diese köstlichen bunten Flaschen, Sie haben sie schon gesehen. Diese Farbtherapie nach Österreich zu bringen, zu unterrichten, es zu verquicken mit Feng Shui, mit diesen Wohnenergien, verquicken und verbinden mit allen Weisheitslehren, das ist sowieso auch im Ausbildungskonzept enthalten. Und zu wissen, dass auch diese Farbschwingung zu allem dazu passt, unterstützt und nährt. Ich habe 3 Kinder großgezogen. Sie sind in dem Alter, wo ich sie lassen darf. Herrliches Gefühl, sich nicht mehr um Schule und Sonstiges beschäftigen zu müssen. Also Freiheit in meinem persönlichen Leben und in diesem Zustand, so des durchaus Beglücktseins mit all dem, was schon ist, etwas Neues, Altes, Neues zu bekommen, eine Inspiration zu haben. Eine Inspiration durchaus ausgelöst von außen, und Sie haben sicherlich Matrix, Resonanz, Matrix, Energetics, Quantum Healing, Dr. Bartlett, Dr. Kinslow gehört. Das habe ich mir angeschaut, gegeben, auch in Seminaren und in der Literatur und in Österreich hat Thomas Brückle und mir gedacht, ja, das ist es, das ist endlich einfach. 2 Punkte, eine Welle, puh, wunderbar. Zu spüren, das ist meins, insofern auf der einen Seite meins, noch nicht ganz meins, weil ich wieder als Pionier, der Aurasoma nach Österreich bringt, überhaupt als Pionier vom Naturell mit Fisch-Aszendent, Widder und Fisch, wenn sich da jemand auskennt, Feuer und Wasser, gesagt hat, gut, aber was ist jetzt wirklich meins? Und meins ist, wenn die Farbe dazukommt, wenn Color dazukommt. Und das war dieses große Geschenk, zu wissen, da gibt es etwas, was jetzt im Bewusstsein ist, was jetzt Wellen schlägt, im wahrsten Sinn des Wortes, was aber sowieso auch nichts Neues ist, weil auf Hawaii und in Tibet hat es das schon gegeben und wahrscheinlich bei anderen Urkulturen, in Ur-Natur-Heilverfahren sowieso, eben diese Punkte etwas in Verbindung zu setzen, in Resonanz zu bringen. Der Farbteil, weil ich eben schon so eine eingefärbte Frau bin, weil ich auch, bevor ich zu Aurasoma kam, Verband österreichischer Galerien moderner Kunst über 10 Jahre organisiert habe, also die Farben in der Kunst, die Farben jetzt in diesem wunderbaren Farbsystem. Farbe insofern, ich war auch eine der ersten Österreicherinnen in Indien, in der Oneness University, wo es darum geht, Diksha Einheitsbewusstsein, Erwachungsenergie zu übertragen mit den Händen oder als Intention zu setzen. Wunderbar, das war auch eine Zeit lang meins, dann habe ich es wieder lassen, aber als ich dort in Indien war, habe ich den Obersten, den Sri Bhagawan, gefragt, kann ich das vielleicht Rainbow Diksha nennen, weil ich mit Farben arbeite. Er sagte, yes, yes, you can do whatever you want with it. Das hat mir gut gefallen, zeigt eine freie Energie und ich bin für freie Energien, dass die nicht einem fixen Konzept, einer fixen Religion oder zu eng gefasst sind. Bei meiner Reiki-Einweihung der Dreier, die ich einfach mit einem Freund gemacht habe, 1 mit 1 habe ich 1988 begonnen, da war plötzlich parallel zu dieser Meistereinweihung Farbe. Farbe, wie Kivoldi Aurasoma gefunden hat, Farben, Regenbogen, ein Farbsystem gleich parallel dazu. Denke mal, okay, mal noch Color Reiki machen wir so nebenbei.
Ja, und dann eben Matrix Color als großes Geschenk, eine sehr freie Energie, die jetzt diese Zeitqualität, die ja uns immer mehr in die Freiheit bringen darf, nützt und auch öffnet, um ganz hohe Schwingungen einerseits einzuladen, aber sie sind ja sowieso schon da. Das heißt, es geht nur darum, dass wir unser Bewusstsein weit machen. Weit machen, zu sagen, ja, das alles und viel mehr ist möglich, viel mehr, als wir uns je vorstellen können. Auch ich habe immer wieder meine Begrenzung und sage, darf das wirklich sein? Kann das so leicht sein? Ja, es darf. Also es ist ein gewisses Bewusstseinstraining, um etwas einzuladen, das ebenfalls seit Ewigkeit da ist und sowieso in uns eine Resonanz hat, weil wir von dieser Urquelle kommen, plus diesen wunderbaren Farbteil, der Farbe, da stellen wir uns vor allem vor den Regenbogen und die 7 Regenbogenfarben und dann die Mischfarben oder Primär-, Sekundär-, Tertiärfarben, die über dieses sichtbare Spektrum hinausgehen. Das heißt, dieser Color-Teil bei Matrix Color geht über das sichtbare Spektrum der Farben hinaus, darf schon jetzt nützen, Schwingungen, die noch nicht im sichtbaren Bereich sind, die manche Menschen dann eben sparkling, funkelnd, glänzend, opalisierend, wie auch immer, wahrnehmen. Und immer mehr Menschen haben da so eine Wahrnehmung, die noch nicht so ganz einzuordnen ist. Aber es ist eben eine sehr hohe Schwingung. Im Prinzip ist schon der Regenbogen eine Brücke auf die andere Ebene, in die andere Welt hinein. Und dieser Color-Teil wirklich gibt uns noch einmal ein Geschenk wie einen Segen. Von oben Energien, die wir sehr gut nützen können. Ich erzähle Ihnen einfach jetzt ein paar, gebe Ihnen ein paar Gedanken von mir, ein paar Inspirationen, so wie ich dazu gekommen bin, was es sein kann, wie man es nachvollziehen kann, jetzt einmal rein über die Theorie, die sehr luftig schon ist, um dann aber in ein Spüren zu gehen, in ein Üben zu gehen, damit Sie jede für sich, jeder für sich eine persönliche Erfahrung mitnehmen können. Eine persönliche Erfahrung, weil das sind jetzt einmal Worte, die vielleicht dann noch ein bisschen abgehoben klingen können, weil wir von etwas sprechen, das auch wirklich abgehoben ist oder weit, in einem weit dem feinstofflichen Feld ist. Also geht es dann darum, okay, was kann ich damit für mich machen? Weil darum geht es eben auch. In dieser Zeit darf, muss alles wirklich praktikabel sein, einfach gut anwendbar. Was mache ich damit? Was habe ich davon? Für mich, für mein Umfeld, für meine Lieben oder ich arbeite therapeutisch mit Menschen. Wie kann ich es dann ansetzen? Ich glaube, das ist der Ansatz, der uns hier interessiert. Ein bisschen Theorie, ein bisschen üben, ein bisschen spüren. Wir werden eine Pause machen, so nach einer Stunde. Einfach eine Pause, um einmal den ersten Teil sein zu lassen, vielleicht hinauszugehen. Und ich werde Sie dann wirklich einladen, Sie gehen hinaus. Wenn Sie zurückkommen, haben Sie mal alles so ein bisschen vergessen oder lassen einmal sein, was so Ihr Leben ausmacht oder die Theorien und die Konzepte, die Sie schon im Kopf haben. Ja, viele von uns haben schon ganz viel gelernt und gemacht und da haben wir so das wirklich, wir sind ja sehr beladen und sehr kopflastig in unserer westlichen Welt. Ein östlicher Feng Shui-Meister hat über seinem Tor des Hauses stehen, hier ist das Haus des Vergessens. Weil wann trauen wir uns zu sagen, ich lasse jetzt einmal alles bleiben und hinter mir, ich traue mich in den Zustand zu gehen, ich weiß eigentlich gar nichts, ich weiß nicht, was sein wird, schauen wir mal. In Anbindung an die allerhöchste Quelle. Und ich kann Ihnen sagen, es bedarf ein bisschen eines Mutes, weil ich stehe jetzt auch vor Ihnen und sage, ja, ich meine, ich habe schon erfahren, die Feedbacks waren entsprechend, ich habe da etwas entwickeln dürfen, aber so vor dem Publikum zu stehen, ein bisschen nackt, ja, um zu sagen, keine Ahnung, also schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Ja. Bei vielen Techniken haben wir uns was anzuhalten, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Aurasoma, wunderbar, 4 Farben, die spiegeln, 1, 2, 3, 4, na, das ist ein Klavier, bei dem kenne ich mich aus, da spiele ich meine Melodien. Das ist so ein bisschen Neuland. Und wenn wir wissen, wann darf besonders sich etwas über uns oder für uns ergießen, wenn wir sagen, ja, ich lasse jetzt einmal los und schau, was sein wird, dann darf das größere Ganze noch mehr wirken. Dann, wenn wir den Kopf frei machen, weil im Kopf haben wir unsere Konzepte und
die Gehirnforscher sagen, 7% höchstens der Wirklichkeit können wir mit unserem Kopf analytisch erfassen und einordnen. Super, und dann strengen wir uns so an, ja, alles verstehen zu wollen. Natürlich, weil das ist ein gutes Werkzeug, aber im Prinzip dürfen wir uns darauf immer mehr verlassen. Es gibt sehr viel mehr, uns dem zu öffnen, vielleicht mit dem Wort ja, ja bitte, dann nochmal schauen, dann wird es spannend. Matrix, Color Matrix. Dieser Begriff Matrix, der ist auch schon verschieden gefärbt. Ich meine mit der Matrix die urgöttliche Quelle, die Schöpfungsenergie, diese Ursuppe, aus der alles entstanden ist. Bei Aurasoma lässt sich das mit den Farben am ehesten mit Tiefmagenta, dieser Farbe, die dem achten Chakra zugeordnet ist, vergleichen. Aber wenn wir sagen Matrix, Tiefmagenta, dann ist es das nicht, weil Matrix, diese allerhöchste Matrix, ist außerhalb des Sichtbaren, Spürbaren, außerhalb von Raum und Zeit eigentlich nicht wirklich benennbar. Denn wenn wir so an die Urgeschichte gehen der Menschheit, der Entstehungsgeschichte dieser Welt und vielleicht einmal schon einen Blick in die Kabbala geworfen haben oder auf den Lebensbaum, auf dieses Diagramm, wo oben an der höchsten Stelle eben die Schöpferenergie und mit der Eins einmal alles wie beginnt, darüber ist Null und die sogenannte negative Existenz, wo eben diese Ursuppe zu Hause ist, man nennt es dann diese Lehre Ein, Eins auf, Eins auf Aura. Und das Eins auf Aura war diese unendliche Dunkelheit, diese Suppe, wo alles enthalten war, wirklich diese Fülle, so wie das Baby in der Gebärmutter, das lässt sich auch mit dieser Energie, da ist alles vorhanden. Diese Schöpfungsenergie, wo alles vorhanden ist, das hätte so bleiben können, wenn ich da mal im Impuls kommt. Man sagt, okay, dann gehen wir in die Dualität, dann machen wir eine Spielwiese, dann gehen wir in diese Erfahrung, dann schaffen wir die Erde. Dann kommt einmal die Eins und die Zwei, die männliche Schöpferenergie und Zwei, die weibliche und Drei, die aus dem und Eins, Zwei, aus der wird alles geboren und dann entsteht alles bis zur Manifestation und ab Vier, auch auf dem Lebensbaum, ab der vierten Sphäre, dann wird erst physisch. Davor ist es im Nicht-Physischen. Also wir sprechen, ich spreche hier von etwas Nicht-Physischem, nicht wirklich Greifbaren. Drum ist es vielleicht auch noch nicht so ganz nachzuvollziehen, aber vom Gefühl, wenn Sie so rein spüren, wie fühlt sich was Nicht-Physisches an, was so die allerhöchste Schwingung hat, das, wonach eigentlich viel Sehnen geht, wo wir wissen, das ist eigentlich unsere Urheimat. Ja? Dort ist alles ganz, dort ist alles schön, dort ist alles in der Einheit. Ja, geht dort den Sehnen hin? In die Einheit, in die Ganzheit, ein Wunsch, dorthin zurückzukehren? Schon, ne? Schon. Ich meine, jetzt spielen wir halt mit in der Polarität und da gehört das eine und das andere dazu und am besten, wir nehmen es locker und luftig und duftig und ja, spielen mit, schwingen mit. Aber im Prinzip geht es zurück in die Einheit für uns alle und möge all das uns begleiten. Ja? Ob das 2012, 2013, wie auch immer. Es geht um die Schwingungserhöhung. Sie haben sicherlich in allen Vorträgen immer wieder, alle Bücher sind voll, Schwingungserhöhung. Aurasoma ist ein wunderbarer Schwingungserhöhung, Lichtkörper, Ausdehnung, Stärkung. Und wenn wir einfach stark und immer mehr im Licht stehen, dann schwingen wir besser mit, dann können wir auch das ein oder andere hinter uns lassen, was wir nicht mehr brauchen. Damit wird es einfach leichter in unserem Leben. Auch Matrix Color soll dazu dienen, leichter, damit es in unserem Leben leichter wird. Wir haben ein paar Begriffe auf diesem Roll-Up gesammelt. Es war auch nicht ganz einfach für meine Mitarbeiterin und Kollegin und Freundin, die Martina Berger an meiner Seite, in diesem sehr spannenden, lustvollen Prozess, gell? Praxis der neuen Zeit. Ja, Praxis, wir tun etwas, aber eigentlich werden Sie sehen, wir tun eigentlich so gut wie nichts. Neue Zeit, ja, damit wir unsere Schwingung erhöhen, damit es einfach immer leichter, luftiger wird. Schöpfen aus der Urquelle, die Urquelle, das ist eben die Matrix. Die Nebel werden immer, lüften sich immer mehr, der Vorhang lichtet sich, es wird diese Sphäre immer mehr zugänglich, immer mehr Menschen haben telepathische Fähigkeiten, sehen, spüren, ja, das wird immer mehr, das Angebot wird immer größer, wie wir was machen können, wie wir feinstoffliche Energie nützen können, wunderbar. Wir dürfen Schöpfer, schöpfen aus der Urquelle und dadurch aber auch Mitschöpfer werden, ne? Mit Schöpfer zu werden, heißt auch Eigenverantwortung zu übernehmen für unser Leben. Das ist am besten, wenn wir die Erfahrung machen, wenn wir sagen, ja, Chef ist schuld, Mann ist schuld, wer, was weiß ich, die Eltern und die Kindheit. Wenn wir da hängen bleiben, ja, ändert sich nichts. Wenn wir sagen, okay, dieses Spiel habe ich mir ausgedacht, um daraus was zu lernen, dann schauen wir halt einmal, was habe ich daraus gelernt.
Wie kann ich daran mich stärken und wachsen und daran wachsen? Quantensprünge im Bewusstsein, weil es darum geht, einfach unser Bewusstsein auszudehnen. Wir können alles machen, wenn wir es bewusst machen. Wenn wir so ein bisschen aus diesem Dämmerzustand erwachen, wenn wir einfach ein bisschen heller werden, wach werden und sagen, okay, dann können wir ganz wach wunderbar unser Schnitzel essen und unsere zwei Vierteln, wenn wir Lust haben darauf, einmal zur Abwechslung. Hauptsache, wir sind bewusst und sagen nicht, das ist jetzt sehr ungesund und ich fühle mich da jetzt irgendwie, nichts. Mit Bewusstsein dürfen wir alles machen. Am nächsten Tag tun wir halt wieder entschlacken oder entgiften, ist ja ganz wurscht. Bewusstsein, Klarheit im Sein zu haben. Damit haben wir ein bisschen einen Überblick, ja? So als wären wir dann ein bisschen luftiger unterwegs und sehen das. Und Quantensprünge, weil diese Sprünge dürfen erst einmal luftig sein, andererseits in der Leichtigkeit dieses Lehren. Und Quanten, ja interessanterweise hat das ja mit der Quantenphysik was zu tun, was wir da machen oder nicht machen. Ja, wenn noch kurz darauf zu sprechen kommen, das ist sowieso so ein Bereich. Ja. Und wenn jemand sagt, er versteht die Quantenphysik, sagt ein Quantenphysiker, dann hat er eh nichts verstanden, weil das ist eh jenseits. Aber es ist spannend, es ist lustvoll und die Physik und die Wissenschaft öffnet sich eben auch immer mehr und dann wird plötzlich physikalisch erklärbar, was die sogenannten Esoteriker oder alte Weisheitslehren schon ewig gesagt haben. Das ist ja das Tolle, ja? Dann sind das nicht mehr die Spinner oder die Andersdenkenden. Nein, nein, wir können es den ganz rational und linke Gehirnhälfte Denkenden erklären. Das ist toll, weil damit erreichen wir dann mehr Menschen und dann kommt das gut auf die Erde. Neue Farbfrequenzen habe ich schon erklärt, neue noch nicht im sichtbaren Bereich. Diese Schwingungen, die wir dann nach der Pause wunderbar erfühlen, erspüren werden, im reinen Bewusstsein, weil es eigentlich um das Sein geht. Keine komplizierte Technik, nicht viel zu lernen, sondern einfach sein. Rein, weil es mit dieser Reinheit zu tun hat. Ich darf ab und zu einen Schluck Wasser trinken, weil mein Halserl vom vielen Plaudern schon strapaziert ist. Setzt mir inzwischen zwei Punkte und bitte drauf, gell? Gut. Leichtigkeit und Spaß, Sie werden das sehen, wenn wir es tun. Es ist nicht kompliziert, es kommt oft ein Lachen auf. Ein Lachen deswegen, dass wir unser Leben oder die Themen unseres Lebens bis jetzt so schwer oder tragisch oder wichtig genommen haben. Sehr oft bei der Anwendung nach Matrix Color lachen die Menschen, ja? Oder wenn wir auch mit einer Kategorisierung arbeiten, wie schwer war es vorher, wie leicht oder wie fühlt sich's nachher an? Beziehungsweise gestern eine nette Kollegin, wo Martina ihr zwei Punkte gesetzt hat und nachher gesagt hat, nur wie fühlt sich dein Thema an? Und ist überlegt und überlegt. Martina ist schon ganz gespannt, was sie sagen wird. Sagt, und dann fängt sie an zu lachen, weil sie wollte eigentlich schon sagen, was für ein Thema. Also das darf sein. Ja. Das macht mir ebenfalls unglaubliche Freude, Leichtigkeit und Spaß. Friede. Oft die Rückmeldung nach der Anwendung ist, in mir ist totaler Friede. Ja. Ich bin ganz in mir. Es ist gut, so wie es ist. Ich bin in Frieden mit all meinen Umständen. Lebensumständen, es spielt keine Rolle. Ich bin gut in mir. Also ich liebe ja auch die Meditation, habe auch 5 Meditations-CDs aufgenommen, weil Meditation bringt uns in die Mitte. Und solange wir in der Mitte sind, ja, da können draußen die Stürme wehen, wie auch immer. Man sagt ja, im Zentrum eines Zyklons ist absolute Ruhe, ist absolute Stille. Und ein Zyklon, wissen wir von den Fernsehbildern, der reißt die Dächer von den Häusern, ja, und die Überschwemmung ist unglaublich. Wir könnten, wenn wir reinkämen, könnten wir uns in die Mitte hinstellen und es würde überhaupt nichts passieren. Absolute Stille. Und das ist das Nette. Ja. Wenn wir in uns, in dieser Stille sind, ist es außen, wie es halt ist, dann können wir von diesem Mittelpunkt aus handeln und es darf sein. Friede, ja bitte Liebe, ja, Liebe, Liebe, so ein Wort, so vielschichtig verstanden, von der Partnerliebe, von der ja, Eintagesliebe bis zur ewigen Liebe, bis zur körperlichen, seelisch-geistigen, wie auch immer. Liebe, 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 was ist die Liebe? Also da ist oft besungen, viel gelebt, wir haben die ein oder anderen Erfahrungen in unserem Leben gemacht. Hier geht es um dieses, eigentlich um dieses kosmische Gefühl der Liebe. Und wenn wir Matrix Color praktizieren, entsteht sofort so etwas wie ein heiliger Raum, in dem Liebe ist. In dem Liebe ist zu dem Wesen, mit dem wir das teilen, in dem Liebe ist mit den Menschen, mit denen ich das teilen darf.
einfach eine Dankbarkeit auch, dass wir das tun dürfen, dass es in dieser hohen Schwingung so einfach sich offenbart hat, diese Liebe. Und daraus kommt natürlich die Freude und aus der Freude kommt wieder die Kraft. Also Sie sehen, es ist einfach ein Zyklus, es sind Worte, Schlagworte, die aber in dieser Zeit jetzt eine Wichtigkeit haben, wo wir uns immer mehr befreien dürfen und hinter uns lassen dürfen, leicht machen dürfen für all das, was kommen wird, ohne Angst zu machen. Je leichter wir sind, desto mehr können wir mitschwingen mit allem, was sein wird. In der Freude, in der Leichtigkeit, in der Liebe. Dann sind wir wunderbar gewappnet. Wunderbar gewappnet, wunderbar gewappnet. Ich würde Sie gerne einladen nach diesem ersten Theorieteil für eine Paarübung, um einmal ein bisschen, vielleicht ein bisschen mal das aurische Feld, unseren Lichtkörper, da schon ein bisschen aufzumöbeln, aufzuputzen, aufzubauen. Es hat sich gezeigt, dass Metatron als Flasche bei Aurasoma ist klar über Tiefmagenta. Das ist ein kleines Rescue-Fläschchen, das wir mitgebracht haben. Öl über einer wässrigen Substanz, wo Farbkristall und Pflanzenenergie enthalten sind. Im weißen Licht sind alle Farben enthalten. Auch im Tiefmagenta sind alle Farbschwingungen enthalten im Sinne der Gebärmutter, dieser nährenden Energie, im Sinne der göttlichen Matrix, dieser Urmutter, dieser Urquelle. Und so ist dieser Erzengel Metatron, der dargestellt wird, ich habe es vergessen, mit wie viel Flügelpaaren, ein Riesenengel, ja, der so kam zu einer Zeit auch mit der Botschaft, also jetzt ist genug mit Spielchen machen, jetzt geht es sozusagen ein bisschen ums Eingemachte, ein bisschen schwarz-weiß, also klärt euch, reinigt euch, wappnet euch, seid bereit für was Neues. Die Fülle dafür, die Unterstützung aus dem Kosmos ist vorhanden. Und also wenn Sie Lust haben, da mitzuspielen, darf ich Sie einladen, vielleicht einmal jetzt einmal paarweise zusammen zu gehen. Meine Kollegin und ich gehen herum. In der geschüttelten Form dürfen wir Ihnen was auf die Hand geben von diesem Metatron. Und Sie dürfen dann Ihren Partner ein bisschen umwandern und einmal einhüllen. Wem darf ich das einmal zeigen, wie das so ist? Gibst du mir was drauf? Und ja, bitte gerne. Ja, also wir haben jetzt da, ich habe da schon meinen Partner, wunderbar, wie darf ich Sie, Peter. Der Peter, wunderbar, Peter der Stein, wunderbar. Wir haben Platz genug, wir den Abstand einmal zu suchen, wir haben die Essenz auf unserer Hand, wir dürfen jetzt seine Aura, das geben uns gegenseitig das Einverständnis, der feinstoffliche Körper ein bisschen einmal verdichten. Da gehen wir mit dieser verdichtenden Bewegung von oben hinunter einmal rundherum, verdichten einmal rundherum, von oben hinunter. Das zweite Mal wieder von oben hinunter, polieren wir es ein bisschen, da stärken wir es, wir energetisieren diesen feinstofflichen Körper, auch wieder von oben hinunter, einmal rundherum. Und die dritte Handlung, auch einmal rundherum, ist, als würden unsere Hände, unsere Finger so wie ein Kamm sein. Und wir heben ganz sanft diese feinstofflichen Strähne, diese Aura von unten hinauf. Das wirkt dann noch einmal sehr schön energetisierend. Ja, es ist ganz einfach, insgesamt 3 Umgänge. Übrigens kann man diese Übung als wunderschöne Aura-Übung mit jedem Pomander, mit jeder Meisteressenz auch machen. Also das erste ist das Verdichten, das zweite ist das Polieren, das dritte ist das Aufkämmen. Ja, gut, danke. Ja. Und das mit deinem Partner mal zu suchen, deinen Abstand zu gehen, das auf die Hand zu geben. Das ist jetzt einmal wie eine Vorbereitungsübung, ja, das aurische Feld einmal zu stärken mit diesem Metatron, der schon diese Matrix-Color-Energie trägt. Und als zweites werden wir dann gleich in das Zeigen gehen, wie ist das, wenn so etwas ausgeübt wird und wie wird das ausgeübt und vollzogen und dann auch in die Paarübung gehen, damit wir auch schon jeder für sich ins Spüren geht. Jeder darf dann auch wirklich die Erfahrung für sich machen beim Geben und beim Bekommen. Wie fühlt sich das an? Dann werde ich dann nochmal erklären, wie diese Punkte und wie das geht. Um dann eben dann, und das machen wir dann nach der Pause, wirklich noch diesen Color-Teil einzuladen. Ja? Das ist jetzt einmal wie eine Vorbereitung. Das zweite ist eine transformierende Energie. Und das dritte, dieses Einladen, ist so wirklich wie ein
Download eben aus der Urquelle, schöpfen aus der Urquelle, das ist dann einfach eine wunderbare Energiedusche. Dann haben Sie also sehr schön für sich in diesem Nachmittag, und danke nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für sich etwas können Sie mitnehmen, aufnehmen, einfach für sich selber, aber gleich einmal eine Anregung zu bekommen, wie Sie damit umgehen können. Ja, fein. Sie haben, gibt's dazu mal Fragen zu der Übung? Sie finden sich einen Partner, schauen, dass Sie so ein bisschen einen Platzerl haben, wo so ein richtiger, also eine Umrundung möglich ist. Das kann also hier im Raum verteilt sein. Und dann kommt Martina und ich auch und wir verteilen das und geben das aus, ja? Bitte, einfach einen Platzerl finden. So. Ja, ich kann mir eh nicht mehr, jetzt schauen wir mal, wie sich's ausgeht. Wunderbar, tut's ja gemeinsam, sehr fein. Wer möchte, ihr macht's euch aus, wer möchte als erstes geben, der bekommt's in seine Hand. Anfangen? Gut, geben wir mal gleich in die, sehr gut. Ja, bleiben Sie über. No, das machen wir dann. Sie geben, prima. Ich muss mal schauen, wie weit ich gehe. Ah nein, ich bin ja kabellos, ich bin ja frei, beweglich. Wer gibt als erstes? Sehr gut. Wunderbar, ein bisschen verreiben und damit. Wer gibt das erste? Sehr gut. Dann wird die Martina das mit dir machen, gell? Super. Martina, machst du es dann mit dem Herrn? Wunderbar. So. Und schauen beim Rundherumgehen, ob nicht der Nachbar in seinem aurischen Feld ein bisschen gestört wird. Einfach sanft rundherum. Von oben nach unten. War das Verdichten, jetzt polieren, genau. Ja, weiter genießen, Peter. Jetzt könnt ihr wechseln, ja.
genießen. Durch die Füße ablassen, hinauf ablassen. Genau. Wenn ihr fertig seid, sanft wechseln. Ich habe schon gehört, dass es sich ein bisschen stark für manche anfühlt. Wunderbar, durch die Fußsohlen der Erde abgeben, hinauf im Kosmos abgeben, das passt genau zu dieser Qualität. Gut verankern und verwurzeln, gell? Jetzt, ich habe einfach eine Einführung gemacht, ein bisschen über Matrix Color erzählt. Jetzt verwenden die Herrschaften Metatron, eine Essenz, tun sie sozusagen vorbereiten und dann werden wir noch Matrix Color die Übung machen. Und ich gebe ihnen vielleicht ein bisschen was auf die Hand. Genau. Ja, genau. Und sie setzen sich nieder und fühlen sich einfach ein bisschen damit ein. Wir sind eh bald mit der Übung fertig. Wenn Sie fertig sind, einfach setzen und nachspüren. Ja. Genau, genau. Ja. Thank you.
Sehr schön. Danke vielmals. Das war sehr schön zu sehen, wie liebevoll und achtsam Sie das gemacht haben. Sehr fein. Darf ich fragen, wie sich's angefühlt hat, wie das so für Sie war? Was haben Sie da wahrgenommen? Ausgeglichen. Angenehm. Regenschauer. Also Energieschauer. Ja. Gut. Mhm. Prickelnd. Ja. Auch auflösend, was wir nicht mehr brauchen. Sehr schön. Ja. Anstrengend, das Arbeiten? Okay. Wodurch? Ja. Also wenn etwas anstrengend ist durch die Achtsamkeit, damit wir es ja richtig machen, darf ich einladen zu mehr spielerischer Leichtigkeit. Dieses Wort, vielleicht wird es nochmal hier fallen, verwende ich manchmal ganz gern mit diesem wunderbaren Matrix-Color und das heißt just wurscht. Sie werden sich denken, just wurscht klingt nicht allzu spirituell, soll es auch gar nicht. Ja? Wurscht. Das heißt, mein Bruder Heinrich Hitletschke hat eine Übersetzung, World Union Recreation Schooling System, was weiß ich, ganz toll. Aber wurscht heißt, in der Leichtigkeit sein, ohne Erwartungshaltung. Das ist jetzt ganz wichtig auch für das, was wir jetzt tun werden. Nicht als eine großartige Erwartung zu haben, ich mache jetzt jemanden zwei Punkte, ich bin jetzt für den da und der hat ein Thema und möge er nach dieser Sitzung, nach diesen paar Minuten sofort heil sein und mir sagen, danke vielmals, das war jetzt ganz toll und unser Ego freut sich wieder und so. Hab doch gleich gewusst, ich bin sehr meisterhaft. Kennen wir vielleicht ein bisschen. Vergessen wir, ja? Wir spielen und dann kommt dieser Begriff, der heißt spielen. Mit diesen Energien spielen. Da denke ich, wie können wir mit so einer hohen, vielleicht heiligen Energie spielen? Ja, die ist da, die dürfen wir verwenden. Wir dürfen spielen. Kennen wir vielleicht diesen Spruch, biblisch oder was auch immer, werdet wieder wie die Kinder. Das heißt jetzt nicht, dass wir infantil und irgendwie der Blöden, wie die Kinder werden, heißt in der Leichtigkeit, spielerisch. Spielerisch wie die Delfinenergie. Zu schwingen mit allem, was ist. Ja? Das Leben draußen ist ernsthaft genug, beziehungsweise machen wir es ernsthaft genug. Ja? Als Spiegel zu uns könnte man sagen, es ist ja witzig, was wir aufführen und was die da draußen aufführen. Ja? Also warum nicht darüber lachen oder sagen, in der Leichtigkeit, na, probieren wir es vielleicht einmal ein bisschen anders. Vielleicht geht es anders auch. Dieses etwas anders auch, machen wir dann, ja. Wie können wir vielleicht Themen in unserem Leben transformieren, in der Leichtigkeit, wo wir früher zig Stunden auf der Couch, zig Methoden, Kopfstand und gefahren und gelesen, nicht, das eine nützt, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, wie auch immer. Es gibt wunderbare Methoden, ja, die uns alle schon begleitet haben, wofür wir auch sehr dankbar sind. Trotzdem scheint es so zu sein, dass die Zeitqualität sagt, okay, und legt's noch ein Scheuferl nach. Es darf noch leichter und noch schneller sein. Ah, da sehe ich Nicken im Raum, ja. Gott sei Dank, noch leichter, noch einfacher, keine schwierigen Methoden, nichts teuer, endlos lang dauernd und was wir nicht alles machen müssen, es darf leicht werden. Warum? Weil die Zeit, ich meine, immer rascher, immer schneller, aber auch immer leichter, immer mehr steht uns zur Verfügung, dann nützen wir es, dann tun wir was damit, ja. Was brauchen wir warten, bis wir in Pension gehen, um glücklich zu sein oder im Paradies zu landen oder bis endlich, weiß ich nicht, der Partner sich verabschiedet oder bis irgendwas oder die Krankheit endlich weg ist, was auch immer für Geschichten wir da haben. Ja. Also schauen wir, was machen wir selber. Gut, wir gehen jetzt sofort einmal ins Tun, ins Demonstrieren. Ich darf Ihnen einmal zeigen, wie ist denn das, wie schaut das aus, wie fühlt sich das an, was machen wir denn da? Gut, auch hier darf ich eine Freiwillige bitten. Bitte, darfst du hervorkommen. Sehr schön. Wir werden vielleicht dich daher bitten, ich darf dastehen, dir vis-à-vis, wir dürfen einen Sessel dahinter stellen, einfach für den Fall, dass du dich niedersetzen magst.
Es hat sich erwiesen, dass diese Methode, auch wenn wir eigentlich gar nicht viel tun und viel veranstalten, unter Umständen den Körper in Schwingen bringt. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, da bis hin zu Pitsch, Pitsch, Pitsch. Ich habe mal Familienaufstellung, auch da kann man Matrix-Color einbeziehen, anstelle einer Aufstellung mit einer gemacht. Nur patsch, die ist nach vorgefallen. Hinten hatte ich Matratzen und Pölster und Leute, die sie auffangen. Die fällt so ungespitzt, sagt man bei uns, nach vor, wo nichts ist. Ich habe sie gerade noch so auffangen können. Und sie lacht, mich schmeißt nach vor in die Zukunft. Ja, wunderbar. Bevor es mich schmeißt, lasse ich lieber Jüngere, weil Schmeißen kann ich mich nicht lassen. Nein, nichts, gar nichts schmeißen. Du kannst mich nicht auffangen. Ich kann dich nicht auffangen, ja genau. Aber wir, drum haben wir das Sessel und du musst auch überhaupt nicht, es ist kein Qualitätskriterium. Ja? Nicht, dass man glaubt, nur den schmeißt, dort wirkt's. Wir stehen wunderbar verwurzelt, ja, tun wir gleich Wurzeln hinein in die Erde, sie steht ganz stabil da, wunderbar. Sie arbeitet jeden Tag mit Aurasoma, Geheimwerbung, na bitte, selber praktizierend und weitergebend. So, du, hast du ein Thema in deinem Leben, für das du jetzt diese Energie widmen möchtest? Willst du irgendetwas transformieren, loslassen, umwandeln? Du kannst es sagen oder sie kann jetzt auch nicht sagen, was das Herrliche daran ist. Ich muss es ja eigentlich gar nicht wissen. Mein Kopf, mein therapeutischer Kopf ist eh schon sehr entspannt, der sagt, es mir eh wurscht. Ja? Was du willst, körperlich, geistig, seelisch, sie kann gar nicht gehen. Gott sei Dank ist sie da. Ne? Ich meine, darf gar nicht gehen können. Geht trotzdem. Sehr gut. Und dann tun wir noch mehr gehen nachher. Gut, wunderbar. Sehr gut. Du stehst ganz relaxed. Dieses Thema dürfen wir nehmen und auf die sogenannte Zwischenablage legen, weil wenn es dort liegt, brauche ich nicht dran denken. Sie denkt nicht mehr dran. Der Kosmos, die Matrix kümmert sich drum. Ja? Können wir uns nicht um alles kümmern. Also da, die sollen sich kümmern. So viele Helfer sind im Universum, denen ist eh langweilig. Also die mögen was tun. Und wir machen gar nichts. Du stehst und genießt schön, dass wir da beisammen stehen. Ich darf ganz spielerisch in der Leichtigkeit gehen, mir einen Punkt irgendwo in Richtung Körper suchen, aber ich bleibe im Abstand. Den zweiten suche ich mir spielerisch da irgendwo im feinstofflichen Feld einen Resonanzpunkt. Ein Punkt und ein Resonanzpunkt. Zwischen zwei Punkten entsteht dann so etwas wie eine Welle. Davor darf ich noch fragen, dieses Thema, das du jetzt hast und angesprochen hast, das ist immer sehr praktisch, das machen andere auch. 0 bis 10. 0 heißt, das ist eh okay, 10. Und manche, einer hat dann gesagt, nur 20. Das ist ziemlich heavy im Leben. Wo würdest du es einordnen und nummerieren und spezifizieren? 7, 8. Gut, und das können wir jetzt schon wieder vergessen, danke. So. Also, ein Punkt und ein zweiter Punkt. Einfach so in der Leichtigkeit schauen, wo fängt es zum Pulsieren an, wo will da die Resonanz sein. Und ich gehe in ein gutes Gefühl. Ich denke mir jetzt, schön mit dir da zu sein, da ist zwei Punkte dazwischen, darf eine Welle der Transformation schwingen und die darf tun, ich brauche gar nichts mehr tun. Einfach mit dir sein, in mir breitet sich dann ein gutes Gefühl aus. Einfach liebevoll und geschehen lassen. Ein Seufzer ist ein Zeichen der Entspannung. Es darf seufzen, es darf schwanken, es darf was auch immer sein, nicht sein. Und wenn du das Gefühl hast, voll zu sein oder dass die Welle durch ist, öffnest du einfach sanft die Augen. Kann die Hände weggeben, weil die Welle schwingt eh und wenn du sagst, dann ist es. Aber sie darf auch weiter schwingen.
Leichtigkeit ist da. Der Körper will fliegen. Wenn wir einfach zu dieser Nummerieren zurückkehren, nur damit das Publikum weiß, wo könnte diese Einstufung sein, jetzt, wenn sie im 8 vorher war. 3, 4. 2. Nichts mehr da. Fein. Ja. Danke dir. Einfach niedersetzen, einfach nachgenießen. Diese Energie ist jetzt nicht so tschak tschak erledigt, sondern sie schwingt und wirkt nach. Gerade auch bei körperlichen Themen kann es ein bisschen länger dauern, muss überhaupt nicht. Alle Glaubenssätze diesbezüglich dürfen wir über Bord werfen. Wenn wir sagen, naja, jetzt habe ich schon so viele Jahre, wieso soll das von einem Mal zum anderen vorbei sein? Überraschen lassen, ja, ganz egal. Wie auch immer, ist da vielleicht, was auch immer, wir brauchen da gar nichts hineinlegen. Die Materie ist das Dichteste, unser Körper. Wir sagen, alles in Schwingung. Das ist ganz dicht, das Sessel, das Haus, das ist eine dichte Schwingung. Dann kommen die feinstofflicheren Körper, dann kommen die Atome und die Moleküle und subatomare Teilchen und dann kommt die Welle und dann darüber ist eben diese Nullenergie, die Matrixenergie, die wirken darf, ja, zu der wir Zugang haben. Aber natürlich, unser Glaubenssystem ist geprägt von der festen Materie, ne? Ich begleite dich. Kommst du? Bist du fett? Weil ich gesagt habe, du sollst dich verwurzeln, damit es dich nicht schmeißt. Genau. Tu mal die Wurzeln wieder ein bisschen zurückziehen, genauso wie beim Pflanzl. Das ist jetzt eh satt und jetzt, jetzt gehen wir so ganz sanft nach Hause. Genau, die Wurzeln aus der Erde. Ja? Und die Erde unterstützt dich weiterhin. Danke dir. Ja, eine gute Frage von Peter in der ersten Reihe. Wie ist es mit der Eigenanwendung? Herrlich, ja. Wir liegen im Bett und sagen, da meine rechte Schulter, ja. Naja, dann können wir ja für uns einen Punkt entweder auf die Schulter und sagen, aber meine linke ist super gesund. Also bringen wir in Resonanz die gesunde und die weniger gesunde Schulter. Berühren sie entweder zart oder bleiben im Abstand. Meistens fangen es dann in den Fingerspitzen ein bisschen zum Prickeln an, wenn wir so die Stelle gefunden haben, aber da müssen wir jetzt nicht lang suchen, es ist eigentlich auch das, just wurscht. Also aber irgendwo müssen wir ja uns, weil unser Verstand braucht was zum Anhalten, also setzen wir halt zwei Punkte, einen Punkt da, einen Punkt da und da kann eine Welle entstehen, ja, Wohlbefinden, Entspannung, ja, oder wo auch immer wir es legen. Es ist so, wir legen es hier im mehr dichten Körper und hier mehr im feinstofflichen Körper ist eine Methode, die ich gern habe. Wir können da noch eine Übung machen, zwei Punkte mehr im festen Körper. Wir können dann es aber auch ausdehnen und Matrix Color hat so ein feines, zartes System. Wie können wir auch das dann anwenden in Richtung beruflich vielleicht? Und wir haben so ein dreistufiges System, also uns gedacht. Erste Stufe 2 Tage, zweite Stufe 2 Tage. Ist einmal ein wunderbares Paket, um es für sich zu machen, für andere zu machen, wunderbar ausgestattet zu sein. Wenn jemand sagt, er möchte es gerne im beruflichen Umfeld einsetzen, Matrix Color Practitioner zu sein. Wir sind da die Begriffe durchgegangen. Hier unten steht noch Bewusstseinstraining und Ausbildung zum Matrix Color Practitioner mit der Webseite drauf. Denn dann eben der Practitioner ist 3 Tage und da ist eine Webseite ganz frisch. Wir haben sie jetzt in April online gestellt und da drauf wird es dann geben, eine Webseite für Matrix Color Practitioner, wo, in welchem Bundesland, auch in welchem Land, weil ich hatte schon von der Schweiz und von Deutschland und Ungarn und fahre jetzt nach Griechenland und so. Also das dehnt sich sehr schnell auch aus. Wo, in welchen Ländern, in welchen Bundesländern gibt es Practitioner, wenn jemand gerne jemand aufsuchen möchte, der diese sehr schöne Methode, Technik, diese einfache Energie, einfach diese wunderbare Frequenz, also für sich nutzen will. Plus, dass man dort sieht, aha, das ist ein Practitioner und der macht sonst noch das und jenes und da, da, da und mit Foto und Vernetzung. Ja, es dient auch wirklich der Vernetzung der neuen Zeit, um all diese Menschen zusammenzubringen, ne, dieses Energienetz dadurch insgesamt zu stärken. Heißt www, man kommt auch mit www.matrixcolor. .eu drauf, aber es heißt auch www.colorrevolution, Color
Evolution, Color Revolution. Das ist natürlich ein bisschen ein Wortspiel durch das große R. Inspiriert da bin ich worden von Dieter Broers, von dem Biophysiker, von dem Schweizer, durch seine Evolution Revolution 2012. Da war ich bei seiner Filmpremiere. Wir haben Buch und DVD sogar da. Der Wissenschaftler zu Wort kommen lässt, er selbst als Wissenschaftler ebenfalls. Was ist da mit 2012 und der Schwingungserhöhung und was könnten da sein? Wissenschaftler, die Fakten bringen oder soweit man halt Fakten da in dieser Zeitabfolge, in den Zeitzyklen, Prognosen, aber immerhin hat man ein bisschen was, eine Vorstellung, was könnte denn sein? Evolution, weil es der Weiterentwicklung dient, Revolution, das R aber in Klammer, weil ein bisschen eine Revolution, das hat ein bisschen Energie, also steh auf und tu was, ja, also dann tun wir. Und wenn uns die Color dabei begleitet, wunderbar, Farben als Farbenspektrum, als großes, ein großer Werkzeugkoffer. Und Farbe haben wir wunderbar, man sitzt auf roten Sesseln, damit wir uns geerdet fühlen und der rote Sand am Tennisplatz, damit wir mehr Schwung beim Tennisspiel haben, der grüne Wald, der uns so regeneriert, der blaue Himmel, der uns so entspannt. Also Farben in unserem Leben ununterbrochen und je mehr wir sie auch nützen für uns in der Bekleidung, im Essen, mit Aurasoma, wie auch immer, haben wir unterstützt und Werkzeug auf vielen Ebenen. Ja, so, das war jetzt einmal eine Kostprobe. Wir machen um kurz nach Viertel dann eine Pause. Das heißt, zum Einstimmen darf ich jetzt noch einmal zu einer Übung einladen, wenn ihr bereit seid. Wie schaut denn das aus, wenn ihr zwei Punkte oder ihr wollt wechseln, wie schaut das aus, wenn, darf ich dich vielleicht wieder als Musterbeispiel, musterhafter Mann der neuen Zeit, einfach mir den Rücken zeigend, weil ich denke jetzt einmal, also so gut kenne ich ihn noch nicht, dass ich mir so von vorn in dieser Nähe noch traue zu geben, sondern ich nähere mich jetzt von hinten und schaue, wo könnte ich denn, ohne von ihm jetzt was zu wissen, was er irgendwie für ein Thema hat oder so, aber ich denke mir, ich habe jetzt Lust, einen Punkt da zu setzen, auch spielerisch, ja, ihr müsst jetzt nichts irgendwas wissen und interessanterweise habe ich Lust, da einen Punkt weiter unten zu setzen und jetzt schauen wir mal da, wenn die Welle dazwischen und die Energie ins Fließen kommt, wie sich das für den Peter anfühlt. Für mich ist es ein leichtes Prickeln in der Fingerspitze. Wir können auch dann eine Spur in den Abstand gehen, weil falls dein Körper leicht schwankt, wenn der Finger drauf bleibt, hat man das Gefühl, man wird geschubst, was auch nicht ist, aber damit er in der Freiheit seinen Körper sich bewegen kann, wie er will, wenn er sich bewegen will. Wie fühlt sich das an, bitte? Ja, eine kühle Brise. Und dein Körper und dein Energiefeld fühlt sich an und was tut so? Fingerspitzen kribbeln wahnsinnig. Dabei bin ich nicht an den Fingerspitzen dran. Ja, das ist richtig. Wie fühlt es sich jetzt an? Eine Wolke, die dich einhüllt. Gut. Und wenn immer du das Gefühl hast, es passt, kannst du dich einfach umdrehen. Oder du bleibst noch drin und gut. Sehr fein. Gut. Gut. Fertig, danke. Das ist eine gute Frage. Ich bitte auch um eure Fragen. Danke. Er fragt nach der Intention. Brauchen wir eine Intention? Ja, also eine Intention, so wie wir hier sitzen, wie wir uns hier am Pulsar-Kongress bewegen, haben wir alle die Intention,
für uns das allerbeste, Heilung auf allen Ebenen und für die anderen und für alle Beteiligten. Die Intention, die Ausrichtung ist schon nach, sozusagen nach dem Allerhöchsten, möge es, und da dürfen wir ruhig uns als erstes nennen, weil wir sind ja dann das Übergehende und Überquellende für alle anderen, möge es uns wohlergehen auf allen Ebenen und alle, die mit uns verbunden sind, für alle Beteiligten und für denjenigen, den wir es machen. Die Grundintention, und wir müssen es gar nicht aussprechen, schau, da kommt ein liebes Hundi, das kennt schon die Energie, grüß dich Gott, genau, da, ja, mit Licht und so, und du machst es dir gemütlich mit Frauli. Und die Intention ist natürlich das Allerhöchste, das Allerbeste für alle Beteiligten. Ja? Wenn zum Beispiel so ein Thema ist wie ja mein Bewegungsapparat, natürlich wollen wir, dass es ihr besser geht im Bewegungsapparat, aber woher die ganze Geschichte in dem Leben, in anderen Leben, möge dieses Thema, aber für Sie und für alle Beteiligten, auch außerhalb von Raum und Zeit, ja, nicht nur heute und morgen, sondern auch in die sogenannte Vergangenheit, in die sogenannte Zukunft, wenn wir wissen, dass diese Energie kein Raum und Zeitbegrenzung kennt, ja, dann schicken wir es gleich, ja, in alles, was war, und dann vor uns her. Also wir dehnen es weit aus. Also das Allerbeste für alle Beteiligten im allerhöchsten Sinne. Ja. Gott sei Dank, die Matrix ist eben diese Matrix, die Urquelle ist einfach die allerhöchste Energie. Ihr kennt vielleicht den Film Matrix, da wollen Sie aus der Matrix aussteigen. Es gibt also die Mehrzahl von Matrix, heißt die Matrizen. Es gibt also verschiedene Matrizen. Ja, es gibt verschiedene Muster, ja, verschiedene Energiemuster, verschiedene Energieebenen. Wir richten uns zur Allerhöchsten, ja. Das ist immer das Allerbeste. Wir tun durch diese ganzen Zwischenebenen, die es gibt von, ja, wo die etwas, schon in der geistigen Welt, aber durchaus niederen Energien, brauchen wir nicht, wir direkt Allerhöchste, ja. Und das ist unsere Intention. Und damit sind wir geschützt. Damit kann nichts sein. Und möge das Allerbeste passieren. In welcher Form es auch sein wird, auch das zu lassen. Heute, morgen, übermorgen. Oder noch ein bisschen auf dem Lebensweg begleiten, weil wir noch was lernen brauchen. Oder es darf sich umwandeln und anders zeigen. Wie auch immer. Am besten sagen wir ja. Und dann wieder entlasten und es gehen lassen. Und im Vertrauen, dass das Allerbeste so oder so passiert. Ja. Sehr fein. Bitte. Wenn ich ein spezielles Thema anspreche, zum Beispiel eine schmerzhafte Schulter. Ja, genau. Was denke ich? Schmerzhafte Schulter. Also wenn es dann bei Ihnen angewendet wird, sagen Sie, der Sie begleitet, bitte, ich möchte gerne die schmerzhafte Schulter, dann wird dieses Paket genommen, aber abgegeben, weil der Therapeut braucht jetzt nicht wissen, aha, schmerzhafte Schulter, ich sollte sie vielleicht zum Chiropraktiker schicken oder sie sollte die B1 schmieren oder was auch immer. Darum geht's nicht. Ja? Das sind alles schon wieder Begrenzungen. Wir sagen, linke Schulter und worum auch immer dieses Thema im Leben ist, seit wann und woher und wo das eigentlich mit was für Leuten und Umständen zusammenhängt, das als großes Paket gefasst, abgegeben. Die Intention ist zwar die Schulter, aber auch alles, was damit im Zusammenhang ist. Damit wird es sehr allumfassend. Ja? Weil natürlich wollen wir, dass das wieder gut ist, aber vielleicht soll das noch gar nicht gut sein, aber sich was anderes erlösen. Na bitte, na so gut, na bleib, vielleicht wollen wir shaken. Also, so weit reichend und so weit wie möglich, damit sich gleich alles mit transformieren darf, ja, weil links natürlich kann man anfangen zu zitieren und die Weiblichkeit und blablabla, nichts, brauchen wir gar nichts tun, brauchen wir gar nicht wissen, drum legen wir es ab, das ist das Angenehme, ja. Ja, das ist wirklich gut. Also darf, ja, bitte. Genau. Sehr gut, genau. Das ist das, was ich gesagt habe. Die Schulter muss nicht als erstes jetzt sich erlösen. Vielleicht erlöst sich was anderes und dann im Zusammenhang dann dieses und so. Und wir brauchen uns nicht drum kümmern, weil das ist ja mehrschichtig, hängt das ja mit vielem zusammen. Und das wird dann schon seinen Weg finden. Genau. Das ist diese. Das ist also Menschen, wir als Menschen dürfen sagen, bitte, wie kein Schmerz haben wir in meiner linken Schulter. Ja? Also möge ich verstehen, warum das ist und möge sich alles transformieren. Das ist also ein sehr gerechter, legitimer Wunsch, dass wir das loswerden wollen. Ja? Und so gesagt, so wirklich weit wie möglich fassen und dann überraschen lassen, wie es funktioniert. Ja, sehr gut. Ja?
Ah, es ist herrlich. Ich sagte, mein Kopf darf sich entspannen, der braucht gar nicht viel denken. Also wie gesagt, spielerisch, zwei Punkte, wirklich spielerisch. Gar nicht lang denken. Ja, wo, warte mal, was hat denn der Meridian jetzt und der Akupunkturpunkt? Nix. Also einfach irgendwie setzen, fühlen, spielerisch. Kann man nichts falsch machen. Und das ist ein Punkt. Und dann geht der zweite in Resonanz, dann prickelt's vielleicht, aber ihr müsst doch gar nichts spüren. Und zwischen diesen zwei Punkten in ein Gi-Strom, eine Welle, eine Schwingung, ja. Und ich habe dann so als Werkzeug, wenn die Welle durch ist, muss ich meistens tief seufzen und es ist erledigt. Und gehe dann mit den Händen weg und derjenige darf noch drinnen baden, schwingen, wie auch immer, oder derjenige, also, oder wir machen dann gleichzeitig, wissen wir, es ist erledigt, ja. Einfach spielerisch, und das ist ein gutes Zeichen für den anderen, wieder die Augen aufzumachen oder Danke zu sagen, dann weiß man, es ist erledigt und ihr könnt wechseln. Ja? Also wieder paarweise zusammen, ganz spielerisch, zwei Punkte. Vielleicht hat derjenige Lust zu sagen, ja, ich möchte das dem Thema da widmen. Kann man ja gleich so sagen. Wie fühlt sich's an? Aber einfach einmal in das Spüren zu gehen. Rücken ist angenehm, aber wenn ihr mit eurem Partner es vorne machen wollt oder so seitlich im Stehen, könnt ihr das auch. Und erst den einen Punkt und dann den anderen Punkt. Und wenn ich dann das Gefühl habe, es ist eh, die Welle schwingt eh, oder ganz einfach mit uns schon die Hände weh, gebe ich sie hinunter. Und die Welle schwingt weiter. Ja? Wir müssen den Punkt nicht festhalten, weil der ist ja sowieso gesetzt. Ja? Das ist das Angenehme. Ich kann ruhig einen Schritt zur Seite und das wirkt weiter. Zwei zusammen, ganz spielerisch in der Leichtigkeit. Das dauert nicht lange, wie ihr gesehen habt. Am besten der andere macht dann die Augen auf und sagt Danke und dann zu wechseln. Und dann das Thema könnt ihr euch vorher ansprechen oder ihr sagt, ja, ich weiß schon, ich lege es da oben hin, braucht man gar nicht lange drüber reden. In der Leichtigkeit. Gut, darf ich euch einladen? Also das ist auch eine gute Frage. Bitte noch kurz um Aufmerksamkeit. Warum stehen? Stehen deswegen, weil ihr habt es gesehen, einmal mehr, einmal weniger schwanken, bis das ein Muster kollabieren darf, das ist also Quantenphysik-Ausdruck, kollabieren klingt nicht sehr sympathisch, heißt einfach ein